it's nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool and blue as me. Angeber. Nein, mal im Ernst. Jetzt vertragen sie sich alle. Kurz nachdem Sonic die Welt zerstören wollte. Ich meine, Eggman. Ich bin dumm. Natürlich nicht Sonic. Eggman wollte die Welt zerstören. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Und hätte Sonic nicht in der letzten Sekunde den Stein reingeworfen, hätte Eggman tatsächlich die Erde kaputt gemacht. Aber nein, wir haben es alle zusammen geschafft. Ja, ist voll toll. Tails, wie er lebt und lebt. Ja. Ich glaube, das war's mit der Last Story. Wir sehen hier nochmal die Credits. Und ich nutze die Gunst der Stunde einfach mal, um ein kurzes Resümee zu geben, wie ich das Spiel jetzt nach einem weiteren Mal spielen fand. Also, man muss zuallererst sagen, dass die Story mich jetzt nicht so beeindruckt hat, wie sie es früher gemacht hat. Es ist doch schon ein paar Jährchen her und, naja, was man als kleines Kind mag, ist nicht unbedingt das, was man später noch so sehr mag. Allerdings möchte ich damit keinesfalls sagen, dass die Story irgendwie besonders schlecht wäre oder so. Das ist einfach vieles für ein Sonic-Spiel typisch und irgendwie muss man ja auch die ganzen Geschehnisse erklären können. Das ist in so einer Situation wirklich relativ schwer, eine gute Story sich einfallen zu lassen. Und an der Stelle wiederum, ich fand das Spiel richtig, richtig gut. Auch gut konzipiert und so weiter. Die Levels haben Spaß gemacht. Das Einzige, was wirklich sehr genervt hat, war ein Shadows-Level, dieser Bug mit der Röhre. Dann dieser Doppelsprung-Bug von allen Charakteren, der war echt verdammt frustrierend manchmal, wenn man stirbt, obwohl man eigentlich nichts dafür kann. Und bei dem Shadow-Kampf jetzt gegen den Biolizard habe ich nicht verstanden, wieso die Verfolgungsattacke manchmal diese Eier nicht getroffen hat beim Hochgehen. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ach ja, genau, die Verfolgungsattacke, die trifft auch manchmal nicht und lässt einen runterfallen in den Weltraumlevel. Aber mal abgesehen von diesen Bugs ist das Spiel wirklich richtig toll, mir gefällt das und ich würde es wirklich als das beste 3D-Sonic-Spiel, das ich bisher gespielt habe, hinstellen. Sonic Adventure hat zwar die Bugs nicht, dafür gefällt mir die Story nicht besonders so gut. Und die Sonic-Spiele, die danach kamen, waren größtenteils, naja, ich meine, Sonic als Wehr-Igel oder als Ritter sind jetzt nicht unbedingt die Sachen, wie ich mir Sonic vorstelle. Oder Sonic Heroes, dann, ich weiß nicht, das, fand ich, hatte auch wieder weniger von diesen Sonic-Elementen. Ich muss fairerweise sagen, diese Einlagen mit Tails oder Robotniks Roboter hier, fand ich jetzt überraschend gut eigentlich, obwohl es nicht Sonic wirklich war. Also die Levels waren immer noch einigermaßen schnell gestaltet, also es gab auch Passagen mit diesen Beschleunigungsdingern. Emblem Nummer 34! Und auch Knuckles und Rouge hat man eigentlich nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass man besonders langsam ist. Manchmal frustrierend war da in den letzten Leveln die Emeralds zu finden, jetzt vor allem in Mad Space von Rouge. Das war echt, naja, langwierig. Aber wie gesagt, großen und ganzen bestes 3D-Sonic-Spiel in meinen Augen. Bitte nicht irgendwie jetzt meinen, das ist die ultimative Wahrheit oder so. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann kann das gut so sein. Das ist nur meine Meinung in diesem Sinne. Und ich respektiere es auch, wenn irgendjemand anders jetzt ein anderes Spiel besser findet. Na, ich würde sagen, mir fällt gerade auf, das Projekt hat ja jetzt ein Ende. Ich könnte, das mache ich jetzt direkt mal, bevor wir hier komplett mit aufhören, euch einfach mal noch mit dem Ciao die Emblems demonstrieren. Ja, ihr seht, wir haben hier Inter Stage Select, können wir uns alle Stages auswählen. Da haben wir auch alle jeweils die erste Mission geschafft. Allerdings, so, Ciao World. Dann nehmen wir uns mal Shadow, weil Shadow ist der coolste und so von allen. Finde ich immer noch. Auch wenn er definitiv overstyled ist, aber Shadow ist cool. Ach, das habe ich vergessen als Aspekt zu erwähnen bei anderen Sonic-Spielen. Shadow the Hedgehog. So gut es auch ist, mit Shadow zu spielen, aber Waffen können nicht dazu, finde ich. Können einfach nicht dazu. Wir lassen jetzt mal unseren goldenen Chao weg, beziehungsweise außer Acht, weil nix für ungut, aber der kann nix. Mit den niedrigen Leveln gewinnt er kein Rennen. Ich zeige euch jetzt einfach mal das letzte Rennen und das letzte Chao-Karate. Ich weiß gar nicht, ob ich die geschafft habe, ich glaube schon. Denn ich habe mir, könnt ihr vielleicht mal online nachgucken, da kann man solche ganz speziellen Chaos machen. So Devil, Angel und auch Neutral, so die absoluten End-Chaos. Da habe ich mir so einen Devil-Chao gemacht damals, es war sackkompliziert, musste ich meinen Gamecube eine Ewigkeit anlassen, damit er sich überhaupt entwickelt. Und ich habe dem auch, wie ihr hier seht, alles auf 99 hochgelevelt. Wieso heißt der F.A. Punkt? Müsst ihr mich nicht fragen, wieso der F.A. Punkt heißt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und hier, wir kämpfen als Endgegner quasi, hier kommt der ultimative Gegner, gegen den
Gegen den neutralen Endchao. Ja, überspringen wir das mal. Da werden nur die Chaos hochgefahren und grenzen zu ihren Startplätzen. Und hier seht ihr einfach mal ein Chao-Race. Wenn man dieses letzte Race hier schafft, kriegt man, soweit ich mich erinnere, ein Emblem. Und der Chao kriegt noch so eine Medaille um den Hals. Ja, ich weiß, wir kämpfen nur gegeneinander. Ready, go! Außerdem seht ihr da oben diesen Stamina-Balken. Wenn wir A drücken, können wir ein Stück von unserer Stamina verwenden, wodurch unser Chao schneller läuft. Allerdings können wir eben nur unsere begrenzte Stamina eben verwenden. Das heißt, wir können nur eine bestimmte Menge an Boosts machen. Allerdings lässt sich dazu dann sagen, was ganz wichtig ist, der Chao verliert auch von alleine Stamina, wenn er rennt. Also selbst wenn wir ihn nicht anfeuern. Das heißt, wir sollten die Stamina nie komplett leer gehen lassen. Denn wenn sie komplett leer ist, wird der Chao ein ganzes Stück langsamer. Und das muss echt nicht sein. Komm schon. Wir sind so wie es aussieht, wirklich mit Abstand vorne. Fress die Frucht. Ja, also ihr seht, Chao-Rennen bestehen aus allen möglichen Sachen. Am Anfang zum Beispiel ein Glückstest, ob da nur so ein Ding in der Box ist. Bald kommt wahrscheinlich, soweit ich mich erinnere, noch irgend so ein Intelligenztest. Komm, rennen! Rennen, rennen, rennen! Und schwimmen. Boah, der kann echt fix schwimmen. Der schwimmt kraul. So. Hallo? Ey, sowas hatte ich noch nie. WTF. Ich benutze mir die Stamina nicht weiter, weil, wobei, doch, mach mal noch bis hierhin. Der Rest wird schon nicht aufgebraten. Ja, ich glaube, jetzt kommt der Intelligenztest. Hier ist die Frucht auf dem Boden. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es noch nie, dass mein Chao, glaube ich, eine falsche Frucht gebracht hat. Muss der einfach die richtige Frucht rüberbringen? Wo rennt er hin? Ja, okay, er rennt zur richtigen. Wieso er nicht eine vorne nimmt, ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht ist er doch nicht ganz so intelligent. Aber immerhin nimmt er keine Sonic-Puppe oder so eine andere Frucht hier. Ich kann nicht singen, aber das ist euch sicher auch schon aufgefallen. Jo. Unser Chao rennt durch die dunkle Höhle. Wo Wasser über Steine fließt. Ist das überhaupt Wasser? Das sieht mehr wie Lichteffekte aus. Und ich glaube, das soll Wasser darstellen. Ja, und unsere Stamina wird nicht komplett aufgebraucht, so wie es aussieht. Wo ist eigentlich der andere Chao hin? Ach, der ist gerade beim Intelligenztest. Mal schauen, ob er durchfällt. Nee, ist nicht durchgefallen. Ja, wir gewinnen mit Riesenabstand. Das ist gar keine Frage. Ich meine, ich war ja auch ein richtiger Suchtsee und habe meinem Chao 99 in jedem Level verpasst. Da ist das wirklich absolut kein Wunder, dass wir hier gewinnen. Komm, benutze nochmal das bisschen Stamina. Und hier sind wir schon bei der Zielgeraden. Ich meine, hier gab es nochmal den Glücksfaktor, der eine Rolle spielt. Denn in manchen von den Zielgeraden kann man runterfallen. Das heißt, man fällt in eine Grube und muss da erst wieder rauslaufen. Mal schauen, ob wir durch eine... Ne, wir fallen in keine Grube. Wir haben gewonnen und wir können das letzte bisschen Stamina aufbraten. Hooray! Goal! Wow, wir haben gewonnen! Ich weiß gerade gar nicht, ob das uns vor unseren jetzigen Spielstand nochmal ein Emblem bringt. Ich glaube fast schon, ja. Sehen wir gleich, ja. Tatsache, bringt uns ein Emblem. Mal nicht mit schwarzem Hintergrund. Zwei Emblems waren das gerade? Oder habe ich mich verguckt? Egal. Jo. Und ich würde sagen, ich zeige euch auch noch fix das zweite Chao-Minigame. Nämlich... Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Chao-Karate! Denn hier können wir ein Turnier machen gegen den Computer. Und dann nehmen wir mal unseren Chao. Und wenn man Expert geschafft hat, kriegt man Super. Und da spielt man dann mit Chao Karate gegen die absoluten Obermacker-Chaos. Hier kann man den Chao auch nicht wirklich kontrollieren. Hier ist einfach ein bisschen A schnell hintereinander drücken, damit unser Chao angefeuert wird. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zwangsläufig A schnell drücken müssen. Egal. Ja, ihr seht, wir rennen da hin und hauen dem Meister mit einem Schlag die Hälfte seiner Leben weg. Tsch. Noch ein. Tsch. Wir haben gewonnen und wir haben ihn aus dem Feld geschlagen. Win und lose. Aber wir haben gewonnen, was natürlich klar ist. Wir müssen aber 5 besiegen. Als nächstes kämpfen wir gegen... Na? Wacky. Komm schon, Wacky, du hast keine Chance. Gegen unseren Devil Chao, der F.A. heißt und ich keine Ahnung habe, wieso. Der Nachteil, ja, ihr seht, wir fressen wirklich absolut sehr wenig Schaden. Wenn der Gegner so einen komischen Tritt macht, ist er schneller wie unser Schlag.
Wo unser Chao ist echt zu dumm, so einen Tritt zu machen, glaube ich. Der macht das irgendwie nie. Jetzt komm schon, mach einen Tritt. Ja, oder so. Wenn der andere auch schlägt, dann ist das kein Thema. Next. Du hast keine Chance, Wacky. Er stampft auf dem Boden rum, weil er verloren hat. Crystal. Ein Angel Chao in Golden, was ziemlich gammelig aussieht. Nicht so ungut. Ich glaube, als nächstes kommt dann auch so ein Devil Chao von unserer Sorte hier. Komm schon. Blöder Tritt. Mach doch auch mal einen Tritt, lieber Devil Chao hier. Im Endeffekt geht es hier einfach nur darum, seinen Chao möglichst hoch zu trainieren und dann halt zu schauen, wie er sich gegen andere Chaos schlägt. Wirklich viel brauchen wir hier nur echt nicht machen. Unser Chao kann auch nicht anständig ausweichen oder was. So, danke. Match over. Wir sind leicht overpowered hier. Oh Mann. Ja, sag ich doch. Wieso heißt denn der Angel? Da haben sich die Entwickler echt nichts bei gedacht, den Chao Angel zu nennen. Das ist ein verdammter Devil Chao. Sieht man doch an der Flamme da oben und an den Teufelsschwänzen oder an dem Teufelsschwanz. Er ist, glaube ich, nur ein Schwanz. Und an den beiden Hörnern. Komm schon. Das sieht man doch. Und dann nennen sie das Angel. Und dann ist er auch noch in diesem komischen. Er wurde aus der Arena geschlagen. Das heißt auch, dass man besiegt wurde. Hooray! Und jetzt treten wir gegen den Grandmaster an. Gegen Flash, der total dunkel ist. Ein bisschen Öl-Metallic-Farben. Also ich mag persönlich die Standardfarben von den Chaos am besten. Vielleicht noch so eine... Es gibt ja spezielle Chaos, die Standardfarben haben und zusätzlich noch leuchten oder so. Sowas gefällt mir dann noch ein bisschen mehr, aber... Ja genau, weich noch mehr aus. Schlag mich, los! Na... Sag mal, wie viel wollen wir hier eigentlich noch Zeit verschwenden gegen diesen Noob? Ah, tritt doch auch mal hier, Devil Chao. Und weich mal aus. Danke. WTF. Ey, wenn wir jetzt verlieren, dann lache ich. Das wäre echt Sackpech. Wäre das absolute Riesenpech, was man nur haben kann. Aber wir kacken ja schon ziemlich ab im Moment. Dass wir so viel AP verlieren, obwohl wir alles auf 99 haben. Naja, Wurst. Damit habt ihr auch die Chao Welt gesehen. Wir sind der Grand Champion. Du. Pring. Emblem Nummer 37. Jo. Und an dieser Stelle, ihr habt ja mein Resümee über das Spiel schon gehört, verabschiede ich mich von euch von dem Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Und, jo, man hört sich in irgendeinem anderen Let's Play höchstwahrscheinlich wieder. Denn ich habe vor, bald ein neues Projekt zu starten. Was es sein wird, das werdet ihr sehen. Jo. Also, tschö, man hört sich.